Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Thief 4. Da unten sind unsere Wachen. Sind mir aber relativ egal. Ich denke, ich schaffe es hier rüber zu springen, oder? Ja. Klettern wir nochmal ein Stück höher und springen darüber und... Hallo? Hallo? Warum geht's denn hier nicht weiter? Kann natürlich sein, dass das wieder der Platz ist für eine Mission, die sich uns erst später offenbart. Keine Ahnung. Ja, das war jetzt relativ sinnlos. Egal. Dann gehen wir doch... Ach, warum stürzt er denn ganz runter? Ist der dumm? Und jetzt sind ja auch noch die Wachen. Fuck. Ich verstehe das nicht, warum der ganz runterfallen muss. Muss doch auch ohne gehen. Okay, die wärmen sich erstmal am Feuer, wie es aussieht. Aber ich denke, es geht auch hier lang. Mann, das geht mir auf den Sack, dass man nicht langsam sich runtergleiten lassen kann. Oh, was war denn das? Ja, das nervt, dass man nicht langsam runtergehen kann von diesen Anhöhen, sondern immer so nervig runterfällt oder runterspringt. Puh, Glück gehabt, das war knapp. Der watschelt da drüben umher. Ah. Da ist der. Ich befehle dir, stehen zu bleiben. Scheiße. Was? Ah ja, ich bin ja da runtergefallen und deswegen jetzt tot. Oh nein, nein, nein. Jetzt muss ich nochmal so weit hinten anfangen. Oh nein. Mist. Oh. Ich habe gedacht, das sieht mich nicht. Alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Ich kann aber logischerweise auch jetzt nicht einfach die Sachen liegen lassen, bei denen ich weiß, dass sie hier rumliegen. Das Nervige ist halt, dass ich die ganzen Schlösser wieder knacken muss, aber... Ach, ich bin halt dumm. Ich habe es einfach mir selbst zu verdanken. Also, Dummheit muss bestraft werden. Ich muss einfach diebischer werden, versteckter agieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich bin einfach immer noch... Man merkt einfach, dass ich nicht der absolut prädestinierte Spieler bin für diese Art von Spielen. Ich bin einfach ein bisschen zu forsch, etwas zu aggressiv. Das ist einfach der GTA-Style, der in mir steckt. Da ist man ja nicht ganz so verhalten und... Ich war jetzt auch noch nie der große Stealth-Action-Spieler. Also, ich habe mal eine Runde, ich weiß gar nicht mehr welcher Titel, aber irgendein Hitman-Teil habe ich mal gespielt und habe, glaube ich, schon in der ersten Mission aufgegeben, weil ich es einfach zu schwierig fand. Oder, was heißt so schwierig? Zu langwierig, zu abwartend, etc. Ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht würde ich das mittlerweile anders sehen. Ich habe auch mal versucht, Splinter Cell zu spielen, aber auch das hat nicht lange... gehalten, also da habe ich nicht lange durchgehalten. War mir auch einfach wieder zu viel warten und Verstecken spielen etc. Also das scheint mir nicht ganz so sehr zu liegen. Aber wie gesagt, der erste Thief-Teil, den habe ich damals gespielt heute Nacht. Und auch ziemlich lang. Der hat mir gut gefallen und mir gefällt auch das Spiel jetzt hier eigentlich ganz gut. Aber eigentlich wäre es mal eine Idee, nochmal so Splinter Cell oder Hitman zu probieren. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr gerne Splinter Cell oder Hitman mal als Let's Play sehen würdet. Also probieren würde ich schon gerne mal. Ich könnte zwar nicht versprechen, dass ich das Spiel auch durchspiele, aber gerade jetzt hier so als Let's Play könnte ich mir das ganz lustig vorstellen, weil man halt, genau wie hier in dem Spiel, viele Möglichkeiten hat. Was stand da gerade? Ich brauche wieder einen Drahtschneider. Weil man halt viele Möglichkeiten hat zu failen, und das ist immer gut für ein Let's Play. Kann man sich immer so schön aufregen, oder gerade ich reg mich dann gerne auf. So. Diesmal wissen wir ja wenigstens, dass das Seil da ist und wir sinnloserweise da erstmal nicht hingehen müssen. Vielleicht müssen wir ja auch erst das komische Gerät da, wofür wir den Drahtschneider brauchen, benutzen, damit da irgendwas ist auf der anderen Seite des Seiles. Keine Ahnung. Ich merke gerade, dass ich überhaupt nichts zu trinken habe, aber okay.
Da muss ich jetzt durch die Aufnahme ohne etwas Kühlendes, Erfrischendes, Nass. So. Garrett trinkt ja eigentlich auch nie was hier, da ist ja maximal. Ach so? Man kann von da drüben hierher springen. Das macht die ganze Sache natürlich einfacher. Vielen Dank für die Info. Wer hat sich denn da gerade ausgekotzt? Wie ekelhaft. So. Dieses Mal nehme ich dann, denke ich, doch wieder den Weg. Jungs, Ruhe. Ich weiß halt nicht, wie lange die da warten. Aber der andere Weg schien mir schon schwieriger zu sein. Deswegen würde ich halt schon erstmal gern den Weg nehmen. Ich hoffe halt, dass die jetzt nicht zu lange da rumlungern. Ach, okay. Das war ja wirklich kurz. Das kam mir aber vorhin länger vor. Aber egal. Ich würde für eine Tasse Kaffee töten. Dann können wir jetzt in Ruhe hier hingehen. Oh, ich glaube aber... Ja. Hier sehen wir halt... Ich glaube aber, wir können warten, bis der eine Typ dann ohne die Armbrust rechts wegläuft und der andere sich hier hinstellt und den schlagen wir dann einfach bewusstlos. Bis die das merken, dass da einer bewusstlos ist, bin ich schon über alle Berge. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Da müssen jetzt gleich hier stehen bleiben. So. Ja, jetzt hat er, glaube ich, das Geld direkt genommen, oder? Ja? Scheiße. Ich finde dich und dann geht's an den Galgen. Ich bring dich um, Langfinger! Oh nein! Nein, ich spring genau dahin, wo der Balken nicht ist. Oh, jetzt muss ich wieder anfangen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich stelle mich so dumm an. Fuck. Ich konnte aber auch nicht ahnen, dass die über 100 Kilometer Entfernung sehen, dass ich mit einer Leiche rumlaufe. Ich meine, vielleicht ist es einfach nur mein Trinkbruder, mit dem ich vielleicht gerade nach Hause gehe oder den ich nach Hause schaffe, weil er zu viel getrunken hat. Darüber denken die Wachen nicht nach. Nee, das ist der blöde Garrett, der Meisterdieb. Der hat wieder eine Wache K.O. geschlagen und schleppt die gerade weg. Komm, den verfolgen wir. Geht mir auf den Sack. Geht mir auf den Sack. Wie soll ich denn hier meine Mission erledigen, wenn ich jedes Mal wieder anfangen muss und von? Das ist das erste Mal im Spiel, dass ich hier... Doch, des Öfteren von vorn beginnen. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch eigentlich auch kein super schwieriger Spot. Das ist jetzt nicht total schwer. Ich stelle mich einfach blöd an. Das ist alles. Da fällt mir gerade ein, ich habe ja eigentlich noch meinen Fokus. Wie benutze ich den? Ja, mit F. Wenn ich den einsetze, dann müsste doch eigentlich alles leichter sein. Den benutze ich sowieso so gut wie nie, aber... Spricht ja eigentlich für mich, wenn ich den Fokus nie benutze. Aber wenn ich natürlich ständig von vorne anfangen muss, dann ist es vielleicht nicht so schlau. Aber ich glaube, der Fokus hilft mir auch nicht wirklich, wenn die Typen mich verfolgen und ich irgendwo in den Tod springe. Der Fokus hilft mir, glaube ich, wenn ich irgendwelche Sachen knacke oder sowas, dann geht das leichter. Aber solange ich den Fokus nicht unbedingt brauche, wüsste ich jetzt nicht, warum ich ihn einsetzen sollte. Das ist quasi mein Schwierigkeitsgrad, den ich da erhöhe. Paxis verwendet keinen Fokus, weil er einfach zu cool dafür ist. Und deswegen jedes Mal, ja, von vorn anfangen muss bei den verschiedenen Missionen. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? So. Gut, dass ich jetzt wenigstens weiß, dass man hier rüberspringen kann von da oben. Das ist schon mal gut zu wissen. Den werde ich's zeigen. Pflichtverweigerung. Und ja, ich hoffe mal, dass ich es jetzt schaffe. Also ich habe eigentlich keinen Bock, das nochmal anzufangen. Ich hätte die Leiche, ich hätte den Wachmann da einfach stehen lassen können. Da wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Weil bis der Typ halt, der andere Wachmann wiederkommt und die Leiche sage ich schon, den K.O. geschlagenen Wachmann findet, bin ich halt schon lange weg. Ne? Also es war wieder mal, ich wollte halt wieder zu genau machen. Ich wollte es wieder zu cool machen. Mann, 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 so jetzt aber. So, und jetzt spaßeshalber nochmal in die Falle tappen. Nein, natürlich nicht. So, ich glaube, die sind jetzt auch gerade nicht da. Perfekt. Ich
Gut. Ach, Mann, Mann, Mann. Jetzt bitte aber, Paxis, Konzentration. Du möchtest das Ganze nicht nochmal machen. Er hatte das Geld sowieso nicht. Er sollte nur nicht Selbstmord begehen, bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Warum klingt das denn so, als wenn der durch ein, keine Ahnung, durch eine geschlossene Maske reden würde oder so? Das klingt irgendwie merkwürdig. So. Dann lege ich ihn jetzt einfach hier ab. Auch wenn es hier relativ hell ist. Und nehme natürlich noch diese Geldbörse mit. Ah, hier kann ich auch hoch, sehe ich gerade. Sollte ich vielleicht nochmal kurz gucken, was es hier oben gibt. Ich meine, ich könnte auch über das Seil darüber. Ich weiß gerade nicht. Aber da geht es anscheinend auch rein. Deswegen wäre es wahrscheinlich gar nicht so dumm, da nochmal vorbeizuschauen. Ja, mache ich jetzt auch. Kann sogar sein, dass ich hier lang muss. Weil ich sehe ja gerade, dass wir hier in die richtige Richtung gehen. Sieht ganz danach aus, ne? Naja, was soll's. Also ich gehe jetzt nicht nochmal extra zurück. Das wäre ja sinnlos. Sondern dann gehen wir halt jetzt hier lang. Hebeln das Ding auf. Komischerweise muss ich diesen Hebel, dieses Brecheisen nicht kaufen, ne? Sondern das hat er gehabt von Anfang an, der Garrett. Aber sowas Einfaches, sowas Kleines, sowas Billiges, sowas Preiswertes wie eine Rasierklinge. Er muss sich ja auch rasieren, hat er keinen Bart. Sowas habe ich natürlich nicht dabei. Aber ein schweres, merkwürdiges Brecheisen ist immer am Mann. So, dann würde ich sagen, ja. Da muss ich wohl gar nicht rein, oder was? Ist aber ein ziemlich weiter Weg bis zu Aarons Versteck. Habe ich gesagt, dass du reingehen sollst? Ich wollte nochmal hier unten. Oh. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Kein Silbergeschirr. Aber ein Füller. Dann machen wir das Ganze wieder zu, dass es nicht so sehr auffällt. Oh, eine Zeitung. Die neuen Gesetze der Wache und du. In diesen schweren Zeiten ist es eure Pflicht, Bürger der Stadt, die Gesetze der barönlichen Stadtwache zu befolgen. Ihr müsst euren Beitrag leisten, damit unsere schöne Stadt überleben kann. Erstens, meldet Diebstähle. Diebe zapfen der Industrie das Blut ab und bringen dadurch ehrbaren Bürger Krankheit und Hungersnot. Zweitens, haltet euch an die Ausgangssperre. Die Schwermut zu umgehen ist das größte Geschenk, das ihr unserer Stadt in diesen Tagen der Not machen könnt. Drittens, gehorcht der Wache. Besucht alle Hinrichtungen und zeigt eure Unterstützung für die Männer und Frauen, die uns jeden Tag beschützen. Also ich habe noch nie eine Frau gesehen bei der Stadtwache. Wenn ihr diese einfachen Regeln befolgt, bleibt der Stadt und euch, ihren geliebten Bürgern, der Wohlstand erhalten. Ihr leistet damit unschätzbare Dienste in diesen finsteren Zeiten. Na alles klar, bingo bongo. Tut mir leid, aber da ich selber ein Dieb bin, werde ich nicht darauf hören. Aber mich weiter an euch bereichern. Ich meine, es sind doch hier auch keine wirklich wertvollen Dinge, die die Leute vermissen werden. So ein sinnloses Taschenporträt für 3 Gold, was wollen die denn damit? Ist doch bei mir viel besser aufgehoben. Ich kann jetzt gut investieren, würde ich sagen. Mal gucken. Hier scheint es auch nochmal ein Fenster zu geben. Also die scheinen ja hier alle relativ, ja, wie soll ich sagen, lieblos mit ihren Fenstern umzugehen in der Straße, wenn ich hier jedes zweite Fenster aufmachen kann und dann ungestört in die Wohnungen einsteigen. Aber es scheint mir auch eine ziemlich ärmliche Gegend zu sein, weil die haben hier irgendwie nicht die dicken, fetten Sachen in ihren Wohnungen stehen. Ist auch alles, es tut mir ja fast schon leid, die Leute hier auszurauben, weil die scheinen ja echt gar nichts weiter. Hallo, du sollst diesen Kerzenhalter mitnehmen. Scheint ja echt gar nichts weiter zu haben. Und jetzt nehme ich ihn auch noch, den Kerzenhalter, also quasi das einzige Licht, weil er hat keine andere Lichtquelle hier. Die einzige Lichtquelle, die klaue ich ihm auch noch. Ja, also das tut mir ja echt fast schon leid. Aber ein schönes Bild. Das kann er sich also leisten. Und extrem viele Teller stehen überall rum. Also wir haben hier einen großen Haufen Teller und einen etwas kleineren Haufen Teller. Sehen übrigens auch ziemlich schmutzig aus. So. Dann haben wir aber... Okay, doch nicht. Wir haben hier drin keine... Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Er hat nur einen Ort für seine Teller. Und sind wir jetzt echt hier eingestiegen für einen Kerzenhalter oder was?
Der arme Mann oder die arme Frau oder wer auch immer hier wohnt, das tut mir echt leid. Eieiei. Also das hätte ich mir echt sparen können. Aber so ist man halt als Dieb, man kann einfach nicht aus seiner Haut. Man will einfach alles mitnehmen. Geht zwar gerade genau in die andere Richtung, als in die ich gehen sollte, aber vielleicht wird ja meine Neugierde belohnt und ich finde jetzt etwas mehr als nur merkwürdige, billige Kerzenhalter. Okay. Das ist merkwürdig. Warum ist da wieder so eine Zwischensequenz gewesen? Das bedeutet ja logischerweise immer, dass er laden musste und sich in einen neuen Bereich des Spieles begibt. Na gut. Ach, das blendet echt schon teilweise, ne? Das ist richtig eklig, das Licht. Aber ist wahrscheinlich normal. Was? Das war's. Die haben nicht ernsthaft... Die haben nicht ernsthaft... Ah, okay. Es gibt also doch noch ein Schloss, wo es weitergeht. Ich habe halt echt gedacht, die hätten jetzt... tatsächlicherweise... so wenig in einen neuen Spielbereich gepackt. Das hätten sie sich dann ja sparen können, dass man da extra noch in einen neuen Bereich des Spieles gehen muss und es lädt. Für, keine Ahnung, 10 Gold oder so. Aha. Ich bin zwar immer noch extrem weit weg von meinem Ziel, aber wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns, die Zeit haben wir auch. Es ist mitten in der Nacht. Es dauert noch Stunden, bevor es graut, bevor der Morgen graut. Von daher überhaupt kein Stress. Darüber kommen wir nicht, oder? Wir könnten zwar da runter, wenn ich das richtig sehe. Ich kann hier runter, oder? Ja. Komme ich da auch wieder hoch? Ich gehe stark davon aus. Oh. Hallo. Der knurrt, hält seine Hand raus. Der hat sich nicht ernsthaft dahingesetzt, um zu betteln, oder? Ist das hier deine Wohnung? Ist das okay, wenn ich das klaue, was hier drin ist? Ich meine, du könntest ja auch einfach mal ein Fenster reinbauen. Oder wenn das nicht deine Wohnung ist, warum wohnst du nicht hier drin? Hier drin ist eine Matratze. Junge, komm mal her. Ich würde dir sogar das Geld überlassen. Beziehungsweise die 2 Silberbecher für jeweils 2 Gold. Aber die scheinen halt echt dumm zu sein, teilweise, die Penner. Vielleicht sind sie einfach auch schon zu lang... zu arm. Oder die sind alle von der Schwermut betroffen. Also vielleicht liegt es auch einfach an der Krankheit. Ich würde dir ja gerne was geben, aber leider haben die Programmierer die Option, dass man das Geld abgibt, nicht eingebaut. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ach, da kann drüber gucken. Wenn man sich dagegen lehnt, dann schaut er drüber. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Knacken wir aber erstmal folgendes Schloss. Vorher schauen wir natürlich rein. Was ein guter Dieb immer machen würde. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier... Na, nicht nochmal reingucken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier ein Schloss haben, das geknackt werden muss. Dann ist die Hoffnung größer, dass wir da große, voluminöse Schätze haben. Wir haben auch lange keine Sammlerstücke oder Einzelstücke mehr gefunden. Da ist Garrett sehr traurig. Er möchte sein Museum erweitern. Okay. Der 4 Gold Flachmann, dann haben wir nicht mal eine Schublade in dem Schreibtisch. Jungs, Jungs, ich habe wirklich ernsthaft hier gerade ein Schloss geknackt, um mir so einen scheiß Flachmann zu holen. Naja, machen wir wenigstens wieder zu, damit es nicht so auffällt, dass hier jemand drin war. Und dann schauen wir mal, oh, hier geht's nach unten. Stinkender Fisch. Ja, wir entfernen uns, habe ich das Gefühl, immer weiter ab. Ich kann hier hochklettern. Aber ich würde logischerweise erstmal schauen, wo es hier noch lang geht. Wir scheinen an so eine Art Kanalisation jetzt zu kommen. Also hier würde es wahrscheinlich in die Kanalisation reingehen, auch wenn dahinter gesprochen wird. Was sehr merkwürdig ist. Komme ich hier runter? Ja. Oh, da liegt sogar noch was. Und zwar ein Flachmann, den haben wir ja gerade eben schon geklaut, aber das kann uns ja egal sein, wie oft das hier liegt, weil wir ja im Endeffekt die ganzen Sachen am Ende verhökern, verkaufen. Ich bin so müde. Hier gibt es nichts.
Schon irgendwie eklig hier in diesen wahrscheinlich stinkenden... Ein Armreif, das war doch schon mal etwas wertvoller. Ja, in diesen stinkenden Gewässer zu laufen, so wie... Wie komme ich jetzt wieder hoch? Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich glaube, hier hoch komme ich. Ja, ich sollte halt nur nicht direkt reinfallen, so. Garrett, die Katze. Sie nannten ihn die Katze. Und dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Aha. Ach so, okay. Jetzt sind wir hier. Ah. Alles klar. Aber wir waren da drüben noch nicht, deswegen ist doch ganz gut, dass wir jetzt nochmal hier hochgehen. Interessant, interessant. So verbindet sich der ganze Spaß wieder miteinander. Und dann schauen wir mal, wo dieser Weg hinführt. Ah. Ein verlassenes Fenster, einsam in einer Seitengasse. Das spricht doch für große Schätze. Oh, da wechseln wir auch wieder in dieses andere Viertel hinein und nähern uns unserem Ziel. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ich wünsche euch viel Spaß. Schlaft gut, falls ihr jetzt schlafen geht und das vor dem ins Bett gehen angeschaut habt, als kleines Betthupferle quasi. Euer Praxis wird sich ein Glas Wasser holen und dann wahrscheinlich noch eine Aufnahme tätigen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Meisterdieb.